Ich hab's gesagt, nicht in dem Ausmaß, aber ich hab's gesagt. Und damit, also gut. Willkommen zurück zu Pokémon Tekken News. Ist ja auch was anderes drauf. Einfach nicht. So, viele Themen gibt's nicht, aber ein Thema hat sich anders entwickelt als ich. Gut, ich habe letzte Woche habe ich mir gesagt, ja, eigentlich will ich über Pokémon reden. Dann war es so, dass... Das war blöd, macht auch nichts. Das wollte ich gerade machen, aber gut. Ja, ich dachte mir letzte Woche, ja, Pokémon Go wird sicher diese Woche auch noch ein Thema sein. Es ist ein Thema und ich selber kann es zwar auch nicht über Bluestacks spielen, aber ich gönne es natürlich jedem, der es spielt. Ganz ehrlich, ich gönne es so viel und so. Ich würde es auch gerne ausprobieren. Im Moment kann ich nicht, ich habe kein fähiges Smartphone, aber das macht auch gar nichts. Nein, ich gönne es jedem. Ich wünsche euch viel Spaß, jeder Pokémon Tekken. Ja, Pokémon Tekken natürlich. Au! Hey, hast du Spalt hier, du Arschloch? So, Grosso, komm her. Ja, ja, ich weiß, du hast Probleme. Also nicht welche, aber du hast wohl Probleme. So, das ist klar. Tja, ja und? Was wir gebracht haben. Du nervst wie die Säue hier. Du bist ein Arsch. Pikachu nervt total. Ist er gut. Ich weiß, dass du eine schwere Kindheit hattest und völlig Banane bist und kein Pimmel hast und flachbrüstig und das. Na, Spaß. Macht mir Spaß, Leute. Ja, ist mir scheißegal. Ich habe irgendwie so keinen Bock mehr bald. Doch, ich habe natürlich Bock, aber ich meine gerade was ganz anderes. Nibuna, komm. War nicht meine Schuld. Mach's gut. Nein, es geht um was anderes. In Deutschland ist Pokémon Go erschienen. Das gönne ich euch. In der Schweiz weiß ich persönlich noch nicht so genau, wann es soweit ist. Aber jetzt komme ich zu dem... Nein, ich komme noch zum Namenthema. Also, Pokémon Go. Ein klassisches Spiel. Nicht ganz im Kern, so wie Pokémon ist, aber es geht ja nicht genau um dasselbe. Ich finde es so genial, was daraus gemacht wurde, wenn man denkt, dass noch an der letzten Gamescom vor einem Jahr hieß, ja, Nintendo wird nichts mehr reißen, die gehen bald Konkurs und so. Ja. Nintendo hat im Moment den höchsten Aktienkurs seit langem, doppelter Aktienkurs seit ein paar Wochen. Und das ist genial. Also ich gönn's allen, ich gönn's Nintendo, ich gönn's euch, ich gönn's einfach allen. Und so, das war mal das eine Thema. Jetzt komme ich zu einem kleinen Zwischendurchthema, und zwar in der Schweiz. Wollte sich einer der Rechtspolitiker von der SVP, wollte sich seinen Ruf ein bisschen aufpolieren, und das hat er gemacht. Er ging in eines der Krisenländer und, ja, nimmt ein Baby auf den Arm. Und, ja, was soll ich sagen? Es wurde natürlich ein bisschen anders aufgefasst, denn... Hey, ich kann doch auch mal angreifen, oder? Ah, nicht. Dann kann ich einfach mal angreifen. Ist das noch erlaubt, oder habe ich heute überhaupt keine Chance? Das sind nur Arschlöcher und Kriegsmächtigkeit. So, auch mal. So geht das einfach nicht. Doch, es funktioniert doch. Wenn man will, geht. Oh, jetzt aber. Was du? Das noch? Nein. Der Block zu fest. Aber macht nichts. Really. Kann ich hier auch was machen? So, ich bin jetzt mal besiegt. Dankeschön! Ja, natürlich wurde er sofort assoziiert und verglichen mit den größten und ja, schlimmsten Diktaturen der Welt, die es mal gab. Jeder, der seinen Ruf ein klein wenig retten muss, der versucht mit SB Babys und so, ging hinten raus, dieser Schuss ging total hinten raus. Naja, was soll's. Dann ist es auch nicht viel, oder? Autsch. Nein! Hilfe, verblöd.
Also, das kleine Thema und jetzt wieder zum Hauptthema Pokémon Go. Na? Und das, was mich persönlich jetzt am meisten stört, in der Schweiz. Ja, wir kommen jetzt zum Schweizer Thema. Nochmal, oder beziehungsweise, habe ich das dann egal. Es geht mir voll gegen den Strich, dass die Schweizer Medien, und das ist jetzt keine Lüge, die Schweizer Medien, wie die das Pokémon Go Thema beherren, das geht gar nicht. Ey, was lese ich heute? Eine Boulevardzeitung schreibt, Vorsicht vor der Sucht Pokémon, ja, und passt auf, ihr, wenn ihr Pokémon spielt, das kann euch gefährden, weil es passieren Unfälle und alles. Ja, das ist ein gutes Recht, das stimmt ja, aber alle, die vorhin immer mit dem Handy durch die Gegend gelatscht sind, die machen das ja auch immer noch, oder? Ich meine, ob jetzt mit Pokémon Go oder was anderes, das ist doch einfach eine Tatsache. Und es tut mir leid, wenn ich sage, ihr seid doch alle birneweich. Dann, was schreiben sie? Dass Pokémon ja auch so bekannt sei, weil auch viele, die Pokémon spielen, sie sei Porno ein großer Begriff, ja, Pokémon Go sei ein großer Begriff in der Pornobranche und sie kriegen niemals so viel Scheiß soll. Entschuldigung, aber ich kapiere nicht, was haben die Schweizer Medien für ein verdammtes, verficktes Problem, dass sie jetzt noch anfangen, Pokémon Go mit Pornos zu begleiten. Was soll das Scheiße? Also, jeder hier zuschaut, jeder von den Schweizer Medien, ihr könnt jetzt von mir offiziell sagen, ihr seid Arschlöcher, ihr seid Arschlöcher. Ganz ehrlich, Schweizer Medien, die sowas produzieren, sowas schreiben, sind Arschlöcher, Arschlöcher, verfickte Suppenhuhn. Gott, ich hasse sowas und jetzt sage ich euch mal, ja, ihr seid jetzt vielleicht der Ben von Medien. Was erwartest du? Ja, natürlich, erwarte nichts von Medien. Ich habe keinen Schimmer, Respekt mehr vor den Medien. Ganz ehrlich, ich hatte vorher einen Fünken Respekt, ich habe jetzt keinen Respekt mehr. Und, ja, was ich sagen wollte auch, nee, 20 Jahre hieß es jetzt immer, ja, die Gamen, ja, also, dass sie sich nur zu Hause fressen. Pommes und saufen Rebull und kommen nie aus dem Zimmer raus oder aus dem Keller raus und so. Und was heißt das jetzt? Ja, überall Pokémon Go Spieler, überall Pokémon Go Spieler. Was soll denn das? Die normalen Leute kommen gar nicht mehr durch. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als wie Zombies an euren Smartphones zu hängen? Verdammt nochmal, was kann man denen eigentlich noch recht machen? Es tut mir leid, dass ich jetzt so rage, aber ich habe einfach langsam die Schnauze voll von dieser Sorte Gesellschaft. Ne? Und das sind natürlich dieselben, die auch immer der AfD nachrennen, das sind dieselben, die den Rechtspolitikern nachrennen, das sind dieselben, die das Thema dreimal verdrehen und dann jeden, der ein bisschen Fan ist von etwas, was vorhin noch nicht so bekannt war, wie Pokémon, was nicht unbedingt jeder in den Medien verfolgen konnte. Nee, wie jetzt gerade mit Pokémon Go. Jetzt sind, das ist alles kurios und ja, und jeder, der Pokémon Go spielt, das ist, wer Medaille beworfen sogar scheinbar. Und Alter, ich kann's langsam einfach nicht mehr fassen, wie man als Gamer oder wie so ein Thema, meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber schaut mal, den letzten Monat, nee, EM, nee? Was war das Thema? Ronaldo. Über Ronaldo kann man denken, was man will. Aber Ronaldo hier, Ronaldo da, Ronaldo, 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 Ronaldo. Ne? Und jetzt kommt Pokémon Go. Scheiß Pokémon Go! Alle Kinder hier verfallen dieser Sucht. Hütet euch vor Pokémon Go! Es gab sogar einen Schweizer TV, Schweizer Radiosender, der hat einen offiziellen Slogan gemacht. Pokémon No! Ne, verfallt nicht dieser Sucht! Seid mal ein bisschen anders als die anderen und macht diesen Hype, diese Sucht nicht mit. Eure Kinder werden es euch danken und so ein Scheiß. Also verdammt nochmal, was soll dieser Scheiß? Also ich kann es nicht mehr anders sagen. So, das muss ich jetzt einfach mal rauslassen. Ich denke, niemand von euch wird mir sagen, oh, Pokémon Go, nö, diesen Scheiß will ich nie sehen. Lass mich in Ruhe mit Pokémon Go.
Ja, es ist natürlich euer Recht, wenn ihr sagt, Pokémon Go will ich nichts wissen, ich kann nichts mit Pokémon anfangen, Apps und so. Nein, das ist euer Recht. Ganz klar. Ich sage nicht, ihr müsst es mögen. Nee, das meine ich natürlich nicht. Ich sage nicht, ihr müsst Pokémon Go mögen. Ich stehe dem offen gegenüber und kann ich hier mal... Ja, das wollte ich. Aber es ist einfach schlimm. Was die Schweizer Medien, ich rede jetzt hier von den Schweizer Medien, die Schweizer Tagesschau, die hat das als einzige, und das rechne ich ihnen noch hoch an, als einzige so tituliert, ja, wenn sie viele Leute sehen, viele auch Jugendliche oder Erwachsene, die mit Handys Pokémon fangen, sagen sie sich einfach, das ist doch schön, nee, die Leute gehen wieder raus, es ist Sommer, so, genau so soll dieses Thema behandelt werden, nicht, ja, alle Pokémon Go, das ist eine Droge, da werdet ihr euer Hirn manchig gemacht, Entschuldigung, ich kann auch nicht anders. Tut mir leid, das ist ein Rage-Part wird, aber irgendwo ist auch bei mir der Zenit irgendwann mal voll, als ich sage, so, jetzt habe ich aber genug von dieser Sorte Hype, von dieser Sorte Medien, von dieser Sorte, in Anführungszeichen, Berichterstattung. Ich reise hier nichts im Kampf, ist mir auch egal. Nee, so nicht. So nicht. Schweizer Medien, alle, die sich jetzt betroffen fühlen, und oder, gut, das schaut eh keiner von denen, das ist mir auch bewusst und das muss auch nicht sein. Aber bis jetzt ist die Schweizer Tagesschau die einzigen, die das gelobt haben. Und alle anderen Schweizer Medien, das sind, ich sag's nochmal, Arschlöcher. Wer das so tituliert, wer das so in den Dreck zieht, alle Gamer als hirnlose, pornosüchtige quasi darstellt, Entschuldigung, das geht mir gegen den breitesten Strich, den ich zeichnen kann oder wie auch immer. Nee, so nicht. So nicht. Tut mir leid, das musste ich jetzt einfach mal loswerden. Es tut mir leid. Es ist kein wichtiges Thema. Es sind nur Schlagzeilen, die ich hier anspreche. Bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt hier ein Thema aufputsche, schlimmer als die Medien eigentlich, aber irgendwann habe ich einfach mal genug. Ach ja, nicht. Dass ich hier schon mal einer brauche, der nichts kann, ist schon doch was. Mehr schade bin ich, dass ich einfach nicht blocken kann. Scheinbar. Schön. Das war knapp. Das war blöd. Hast du es dann irgendwann? Ich würde gerne auch mal angreifen. Darf ich? Das war klar. Funktioniert sogar. Das funktioniert aber überhaupt nicht. So, jetzt. Immerhin. Noch einmal, das wäre nett. Ja. Nein. Nein. Doch. Dankeschön. Das war nötig. Oh, und im letzten Sekunde. Das war knapp. So, nochmal am Fitzel. Natürlich am Fitzel. Ich kann mich jetzt wieder konzentrieren, das ist die Hauptsache. Tut mir leid, wenn ich jetzt gequetscht habe wegen so einem Thema, aber irgendwann ist bei mir einfach mal Schicht im Schacht mit solcher, in Anführungszeichen, Berichterstattung. Ne? Ihr könnt mich sicher sehen. Was soll das? Weißt du aber schon, dass das mich nicht geht, oder? Oh, jetzt komme ich. Ja. Autsch. Was? Gesessen. Das war blöd. Das war noch blöder. Okay! Ich möchte noch einmal gewinnen. Ah, jetzt ist er noch vorbei.
Ach, das ist eh schon vorbei. Okay, jetzt konzentriere ich mich aber nochmal. So, gerade war es auch nicht gerade, also schon nett, aber ich war mit dem nicht so viel. Hat man vielleicht schon gemerkt. Oh. Bitte, du deine Kraft. Jetzt komm ich, Burschi. Das funktioniert natürlich jetzt wieder, ne? Das war ja klar. Und gewollt. Funktioniert. Das ist ja gar nichts. Okay, das nutze ich mal. Eigentlich hätte ich gegen bessere Gegner eigentlich mehr gute Chancen, aber na gut. Oh. Ja. Du kannst eigentlich gar nichts, oder? Okay, somit sage ich, wenn es gefallen hat. Oh. Danke fürs Zuschauen, abonnieren, Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich mit einem weniger rätigen Thema. Bis dann. Tschüss! Nice battle. Hope to see more of the same from you. Punkte? Good work. Your battles ja. Are fun, nein. Even just watching. Oh, gutes Bonus. You earned a new title. Faust des Ringgottes. Gut. Tschüss!